Hast du je von einem von Drehl gehört? Natürlich. Er war ein berühmter dunkler Krieger hier in Kalador. Viele Heldengeschichten erzählt man sich über ihn. Er soll mit seinem Schiff viele Schlachten für die Eisenbucht geschlagen haben. Vielleicht sind es auch nur Gerüchte. Wer weiß das heute noch? Gibt es irgendwelche Aufzeichnungen über ihn? Das könnte gut sein. Ich müsste in unseren Büchern nachsehen. Würdest du das für mich tun? Ich brauche nur einen Moment. Warte hier. So, alles, was ich finden konnte, ist dieses sehr alte, wertlose Dokument. Der Name von Drehl steht groß drauf. Es befand sich zwischen den alten Geschichten aus den alten Tagen, als Kalador noch blühte. Sieht aus wie eine Schatzkarte. Ehrlich? Naja, dann viel Spaß damit. Hast du Zauber für mich? Ich arbeite schon seit längerem an einem besonderen Zauber. Ich könnte dabei allerdings deine Hilfe gebrauchen. Es ist nicht ganz einfach und du hast nur einen Versuch. Wenn du es nicht schaffst, wird uns dieser Zauber wohl verwehrt bleiben. Wie kann ich bei euch aufsteigen? Mach dich nützlich bei uns. Ich werde dir alles anrechnen, was du für uns tust. Aber wenn du es wirklich eilig hast, aufzusteigen, dann solltest du Wilson helfen. Er hat sich selber eine große Aufgabe auferlegt, für die er eigentlich kaum Zeit hat. Hilf ihm bei seiner Sache und ich werde mir überlegen, ob du bereit bist, in den Rang eines wahren Dämonenjägers aufzusteigen. Okay. Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Ja, das können wir machen. Ich möchte mehr Schaden gegen Dämonen verursachen. Okay. Ja, das ist immer ein bisschen langweilig. Ah, das ist praktisch. Ich bin noch nicht gut genug. Ja, von der Theater. Aber 4000 Gold, ob ich überhaupt habe. Komm, zurück. Er geht nicht im Kreis. Was genau soll ich für dich tun? Ich habe erst letzte Nacht eine Beschwörung im Eisenwald durchgeführt. Dort habe ich 6 entsetzte Geister in einem stofflichen Zustand beschworen. Ich wollte mich allerdings zuerst besser vorbereiten, bevor ich diese Geister jagen gehe. Warum willst du Geister jagen? Genau da liegt mein Problem. Ich will die Kraft, die ein sterbender Geist freisetzt, nutzen, um einen Zauber zu erschaffen. Aber es sind eben nur 6 Geister. Und ich brauche Energie von mindestens 6 Geistern. Die Beschwörung ist sehr zerbrechlich. Das heißt, sie dürfen dich nicht sehen. Wenn dich auch nur einer sieht, verschwinden sie alle. Dann haben wir keine Möglichkeit mehr, die Geister erneut zu beschwören. Uiuiui. Ich werde die Geister für dich jagen gehen. Alles klar. Aber denk dran, dass sie dich auf keinen Fall sehen dürfen. Wenn wir uns ihre beim Sterben freigesetzte Energie zunutze machen wollen, musst du wirklich aufpassen. Schleiche dich am besten von hinten an sie heran und stich zu. Hier. Ich habe noch etwas für dich. Benutze es. Damit ist es dir möglich, Schatten und andere niedere Wesen der Unterwelt zu sehen. Die Geister sollten dann aufleuchten wie die Lavaschlucht. Damit du dich nicht von ihnen überraschen lässt. Hey. Okay. Das ist die Frage, ob wir überhaupt bessere Ausrüstung kaufen können oder ob wir die nur durch Ränge bekommen. Ich gehöre jetzt zu euch. Schön für dich, aber warte mal. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Im Schwarzen Land hier auf Kalador haben wir einige merkwürdige Quarze gefunden. Vielleicht gibt es auf anderen Inseln noch mehr dieser Quarze. Wenn du welche davon findest, bring sie zu mir. Ich werde dich angemessen bezahlen dafür.
Wofür brauchst du die Quarze? Wir vermuten, dass diese Quarze die Kraft haben, das dunkle Land aufrechtzuerhalten. Durch das Entfernen dieser Kristalle erhoffen wir uns, dass sich das dunkle Land nicht weiter ausbreitet. Außerdem glaube ich, dass Quarze mit so einer Kraft für den einen oder anderen eine Menge wert sind. Was heißt denn angemessene Bezahlung? Ich werde dir jeden einzelnen Quarz abkaufen. Außerdem werde ich dich extra belohnen, wenn du mir viele unterschiedliche Quarze bringst. Mindestens 3 unterschiedliche Sorten sollten es schon sein. Vermutlich musst du dafür auch auf anderen Inseln suchen. Ich würde mir die dunklen Länder hier auf Kalador, Taranis und Kila mal genauer anschauen. Aha. Das ist interessant. Selbst das 30 sehen können. Ich habe Quarze für dich. Dann zeig mal, was du hast. Danke. 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 Okay. Danke. Haben wir das alles einmal abgegeben. Ich wollte ihm nicht so viel geben, sonst habe ich hinterher nichts mehr. Zeig mir deine Waren. Nichts lieber als das. Wer weiß, wofür man die brauchen kann. Hat der echt denn gar nichts, was uns besser machen würde? Ist doch blöd. Anscheinend nicht. Das heißt, zumindest der hätte mal was. Schauen wir mal, was Eldrick zu erzählen hat. Okay, machen wir's. Ich werde zum Geisterritual antreten. Weise Entscheidung, mein Junge. Die alten Schriften Kalladors haben mich bisher nicht enttäuscht. Was brauchen wir für dein Ritual? Das Grimoire spricht von einem mächtigen magischen Zauber, der deinen Geist rufen und ihn an deinen Körper binden kann. Leider ist der Zauberspruch selbst darin nicht vermerkt. Wo wir ihn finden können, allerdings schon. Das ganze Ritual muss an einem Ort stattfinden, der nach außen hin magisch abgeschirmt ist. Weiterhin brauchen wir 3 Zauberer, die mächtig genug sind, ihn wirken zu können. Du bist ein mächtiger Zauberer. Ja, ich denke, ich kann dir bei deinem Ritual helfen. Allerdings ist meine Arbeit hier in Kalador noch nicht beendet. Von jenseits des Lavastroms bedrohen uns immer noch die Schatten. Wir müssen dort hinüber und das Übel aus Kalador vertreiben. Wie willst du über den Lavastrom kommen? Nun, es gibt zwar einen Teleporter auf der anderen Seite, doch er ist inaktiv. Ich könnte eine Brücke schlagen, wenn ich ein magisches Netz aufspanne. Wie das? Wenn sämtliche Teleporter-Plattformen diesseits des Lavastroms aktiviert sind, könnte ich ihre Energie bündeln. Mit dieser geballten Wucht könnte ich ein oder mehrere Personen über den Strom katapultieren. Hast du schon einmal so etwas gemacht? Nein, aber es wird funktionieren. Bevor ich den großen Wurf wagen kann, müssen erst alle anderen Teleporter in Kalador aktiviert sein. Alles andere ist vorerst graue Theorie. Ja gut, dass wir so ein paar von den Teleportsteinen gefunden haben. Ich werde dir beim Kampf gegen die Schatten im Osten helfen. Oh! Du willst tatsächlich den großen Wurf über den Lavastrom mit mir wagen? Sieht ganz so aus. War ich so überzeugend. Du machst das schon. Danke für dein Vertrauen. Also, du musst alle Teleporter, die du in Kalador finden kannst, mit einem Teleportstein aktivieren.
Einen Teleportstein habe ich in meiner Tasche. Doch brauche ich ihn für den Teleporter im Osten hinter dem Lavastrom. Ich zeichne dir die Teleporter und die möglichen Fundstellen für die anderen Steine, die ich in den alten Schriften finden konnte, auf deine Karte von Kalador. Das ist praktisch. So, für jemanden wie dich sollte es ein leichtes sein, sie zu finden. Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Töten Geist, ja. Näher als oft der Anschein hat, steigt die Astralsicht um 10 pro Stufe. Nee. Nochmal zum Geisterritual. Du weißt, wo der Zauberspruch für das Geisterritual zu finden ist? Einer der dunklen Krieger hat sich einst mit diesem Zauber befasst. Wenn wir Glück haben, finden wir in seiner Behausung noch Aufzeichnungen davon. Gut, und wo genau ist das? Er wohnte auf der Ostseite des Lavastroms. In irgendeiner Ruine im äußersten Osten von Kalador müssen wir suchen. Verstehe. Die Magier sind mächtige Zauberer. Das ist wahr. Jedoch beschäftigen sie sich in diesen Tagen hauptsächlich mit der Erforschung der Kristallmagie. Das hat sie in vielen Bereichen der Zauberei geschwächt. Ich fürchte, nur der mächtigste von ihnen wird stark genug sein, um uns beim Geisterritual helfen zu können. Und wer soll das sein? Der mächtigste der Magier ist zweifelsohne Zacharias. Bitte ihn um Hilfe. Wie wär's mit einem Schamanen der Eingeborenen? Die Idee ist gut. Die Voodoo-Priester sind wahre Experten, wenn es um die Geisterwelt geht. Die mächtigste Voodoo-Hexe, die ich kenne, ist Chani. Sie ist die Tochter eines Häuptlings der Eingeborenen. Heute hat sie sicher ihren eigenen Stamm. Geh und finde sie. Wir könnten ihre Hilfe jetzt gut gebrauchen. Du hast von einem magisch abgeschirmten Ort gesprochen. Ja, und das ist in der Tat ein richtiges Problem. Es gibt Legenden über sehr alte Wesen aus längst vergangenen Zeiten, die eine Sphäre der absoluten magischen Ruhe erzeugen konnten. Doch das Wissen ist mit den Jahren verloren gegangen. Selbst die Ältesten der dunklen Krieger von Kalador wussten nichts davon. Wir sollen einer Legende hinterherjagen? Tut mir leid. Das ist das Beste, was mir im Moment einfällt. Ich soll also ein altes Wesen finden. Ja, und es muss auch heute noch leben, damit es uns helfen kann. Und es soll alt sein. Sehr alt. Sogar älter als die Titanen dort. Es muss die Zeiten überdauert haben. Es muss den Aufstieg und Fall der ersten Zivilisationen dieser Welt gesehen haben. Es muss so alt sein, dass es die ersten Tage der allerersten... Okay, ich denke, ich hab's begriffen. Gut. Puh. Nochmal zum Geisterritual. Wo soll ich ein so altes Wesen finden? Halte einfach die Augen und Ohren auf den Inseln der Südsee offen. Geht's nicht genauer? Vielleicht in den alten Tempeln der Eingeborenen. Sie haben die ältesten Gebäude dieser Region. Wenn ein solches Geschöpf wirklich noch existiert, wirst du dort zumindest Hinweise darauf finden. Na gut. Dann gucken wir mal nach, was der Wilson hat, damit wir mal hier schneller aufsteigen. Du willst also deinen Arsch unserer Sache widmen? Ich dachte mir, es kann nicht schaden. Hoffentlich hältst du länger durch als die meisten von uns. Aber sag mal, bist du bereit, unserer Gemeinschaft einen großen Dienst zu erweisen? Die Dämonenjäger können sich auf mich verlassen. So spricht ein wahrer Krieger. Wirst mir immer sympathischer. Pass auf, diese verdammte Brut hat es irgendwie geschafft, verfluchte Bücher unter die Leute zu mischen. Wir müssen diese Bücher in unseren Besitz bringen. Schaffen wir es nicht, können wir bald nicht mehr wissen, wer auf unserer Seite steht.
Ich werde diese verfluchten Bücher finden. Hoffentlich hast du Erfolg. Nicht auszudenken, was passiert, wenn die Leute dem Mist dieser Brut Glauben schenken. Will ja nicht, dass meine Klingen irgendwann auf mich gerichtet werden. Warum hat man dir die Sache mit den Büchern anvertraut? Du denkst wohl, nur weil ich der Schmied bin, mache ich mir keine Gedanken. Aber da irrst du dich. Unser Schicksal geht uns alle an. Mein Wort hat dir durchaus Gewicht. Ich habe weitaus mehr auf dem Kasten, als nur Klingen zu falten. Wo soll ich nach den verfluchten Büchern suchen? Jeder Einfallspinsel kommt in Frage. Aber damit wäre den Schatten nicht geholfen. Nein, ich denke, einen Großteil der Bücher wirst du bei Typen finden, die einen gewissen Einfluss besitzen. Am besten siehst du dich hier auf Calador um. Und in meiner alten Heimat Antigua wirst du sicher auch fündig. Ein Besuch bei den Magiern kann auch nicht schaden. Meine Güte. Ich brauche eine genauere Ortsbeschreibung für die Büchersuche. Na schön, was willst du wissen? Irgendeine Idee, wo ich hier auf Calador suchen soll? Tja, wenn einer was weiß, dann der Wirt Travis oder die Hure Yvette in der Taverne. Sonst würde mir auch niemand einfallen. Wer könnte mir bei den Magiern Auskunft geben? Irgendeinen Bücherwurm wird's da schon geben. Obwohl, Moment, vergiss die Idee. Hör dich mal im Hafen um. Da wird immerhin jeder Scheiß angeliefert. Warum nicht auch ein paar verfluchte Bücher? Warum sollte ich gerade auf Antigua nach einem Buch Ausschau halten? Weil sich die Saufbrüder für nichts zu blöd sind. Glaub mir, da findet sich immer einer, der sich auf eine Schnapsidee einlässt. Versuch es mal bei einem dieser Schlägertypen. Das ist interessant. Zeige mir, wie ich mich mit einer Runenhaut schützen kann. Die neue Macht wird dir helfen. Bring mir den Zauber der Heldenmut bei. Die neue Macht wird dir helfen. Okay, Schmiede. Da. Machen wir den Offiziersding. Aber. Nee, Moment. Kann ich gar nicht. Nee, hier, das Ding wollte ich machen, nicht Offiziersding. Genau. Ist eh besser. Ich habe jetzt 35 bis 50 und dann habe ich 40 bis 55. Ich weiß, ich auch noch auswählen, die Waffe, ne? Ja. Aber leuchtet jetzt nicht blau. Was willst du doch, mit der da. Waffe? Sieht geil aus. Siehst du? Ich voll das geht doch. Blaue Yeezy-Schwert hier. Siehst du? Geht doch. Ach, stell dich nicht so an, ich höre zu dir. Woher habe ich denn jetzt diese Magie da? Runenhaut. Cooldown 40. Wie lange hält denn das an? Na, Moment. Zuweisen, da ist die Runenhaut. Und da ist das Heilen. Radio 20, Cooldown 40. Halt deine Gruppe. Wenn ich das jetzt mache. Was ich denn jetzt den Cooldown? Das ist schon mal eine coole Sache. Ich habe keine Zeit zum Quatschen. Messerarbeit wartet. Ja, toll. Ich habe mich eurer Gemeinschaft angeschlossen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Freut mich zu hören, dass unsere Reihen wieder Zuwachs bekommen. Wir haben es auch bitter nötig. Denn wie es aussieht, streifen neben den Schatten
noch ganz andere Gestalten über diesen Flecken Erde. Von welchen Gestalten hast du gesprochen? Das niederträchtigste Pack, das man sich vorstellen kann. Plünderer! Während wir hier die Stellung halten, gräbt die Saubande nach dem Wissen der alten Hochkultur. Die grünen Feuer locken wohl nicht nur die Rechtschaffenden an. Wo soll ich nach den Plünderern suchen? Ich weiß zwar nicht, wo sie sich verkrochen haben, aber ich weiß, wer es wissen könnte. Du meinst doch sicher Travis, den Tavernenwirt. Richtig. Der kriegt doch alles mit. Das Pack hat sich bei ihm sicher schon Mut angesoffen. Der kann dir bestimmt weiterhelfen.